Hi und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian und ich möchte dir heute zeigen, wie du mit dieser Sprühflasche oder Sprühdose besser gesagt tolle Ergebnisse erzielen kannst, worauf du achten musst, und ich möchte dir so ein paar Tipps und Tricks zeigen. Ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video und bis gleich. Ich habe euch mal ein paar Sprühdosen mitgebracht und die schauen wir uns mal gleich genauer an, wie wir überhaupt so eine Sprühdose startklar machen zum Sprühen. Das ist ganz, ganz einfach. Ich habe jetzt hier beispielsweise eine Holzschutzlasur, ein Wood Primer, ein Platinum Lack, ein Plastik Primer und ein Zwei-Komponenten-Klarlack. Alle Sprühdosen sind eigentlich gleich aufgebaut. In der Regel kennt ihr beispielsweise so eine Sprühdose. Oben ist die Plastikkappe, hier genau das gleiche. Was macht die Plastikkappe? Die schützt quasi unseren Sprühkopf, der sich auf der Sprühdose drauf befindet, vor Transportschäden. Sprich, diese Plastikkappe könnt ihr ganz einfach mit einem Schraubendreher entfernen. An der Seite habt ihr so eine kleine Einkerbung und da könnt ihr ganz einfach mit einem Schraubendreher runtergehen und das Ganze aufhebeln, und schon habt ihr die Plastikkappe entfernt. Jetzt will der ein oder andere gleich sofort loslegen mit dem Sprühen und sprüht auf den, oder drückt auf den Sprühkopf drauf und wird merken, da passiert nichts. Er kann also stark drücken, wie er möchte. Das hat einen besonderen Grund. Dahinter verbirgt sich noch eine Transportsicherung. Das ist ein kleiner roter Kunststoffring. Sprich, ihr müsst den Sprühkopf erstmal durch Hebeln abziehen und dann nimmt ihr wieder den Schraubendreher und könnt, da seht ihr so einen ganz kleinen Schlitz, also zwei Schlitze sind da drin, und dann könnt ihr den Transportschutz wieder heraushebeln, dann den Sprühkopf wieder drauf und dann könntet ihr theoretisch loslegen mit dem Sprühen. Praktisch machen dann die meisten es auch und fangen los zu sprühen und merken, was die Sprühdose ist defekt, was kommt da für Spritzer raus und die geht gar nicht richtig und sagen, die ist defekt. Ganz, ganz einfach, ihr müsst vor Gebrauch, weiß eigentlich auch jeder, die Sprühdose schütteln. Mindestens 2 Minuten, denn wenn so eine Sprühdose im Regal steht oder irgendwo im Lager, setzt sich das Ganze ab. Ihr habt unten in der Sprühdose habt ihr ein Absetzverhalten, beziehungsweise der Dosenboden ist voll mit Pigmenten und das Steigrohr ist ganz, ganz unten. Sprich, es zieht erstmal die dickflüssige Farbe an, beziehungsweise hoch, und dadurch habt ihr dann so dicke, fette Spritzer, die dann als erstes rauskommen. Sprich, die Dose erstmal vor Gebrauch mindestens 2 Minuten lang kräftig schütteln. Und ihr hört auch, ja, da drinnen sind 2 kleine Metallkugeln, die euch unterstützen beim Schütteln, damit die Farbe sich auch richtig schön vermengt oder ordentlich durchgeschüttelt wird. Und danach könnt ihr loslegen mit Sprühen. Ganz, ganz wichtig, benutzt Einweghandschuhe, damit ihr eure Hände, wie jetzt hier in meinem Fall, nicht einsaut, sind ganz, ganz praktisch. Und eine Atemschutzmaske beziehungsweise eine Lackiermaske. Ich habe eine, da kann ich die Filter wechseln. Ihr könnt eine Einwegmaske nehmen, die könnt ihr ungefähr je nach Gebrauch verwenden. Steht alles auf der Verpackungsbeilage bei. Ich werde euch unten in meiner Videobeschreibung 1-2 Lackiermasken verlinken. Dann noch ganz, ganz wichtig, bevor ihr loslegt mit dem Lackieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr jetzt große Möbelstücke habt oder ich in meinem Fall jetzt einen Gartenstuhl, dann lackiert den bitte draußen, macht das nicht drinnen. Und wenn ihr drinnen lackiert, dann sorgt dafür, dass die Räume gut belüftet sind, denn wir müssen noch immer beachten, dass diese Dämpfe hier, dass diese Farbe gesundheitsschädlich ist. Deswegen tragen wir auch eine Atemschutzmaske, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, ihr müsst drinnen lackieren, dann lackiert drinnen. Wie gesagt, verwendet bitte eine Atemschutzmaske. Und dann wollen wahrscheinlich alle loslegen mit dem Lackieren und können endlich loslegen. Bitte, bevor ihr das Objekt, was ihr lackieren wollt, nehmt die Sprühdose nochmal, nehmt ein leeres Blatt oder irgendwie eine Fläche und sprüht bitte einmal nochmal drauf, falls sich doch irgendwie jetzt im Sprühkopf irgendwas abgesetzt hat, damit sich das Ganze lösen kann, damit ihr keine Pickel bekommt auf der lackierten Oberfläche. Sprich, gebt nochmal 1-2 Sprüher vor dem Gebrauch ab. Und dann können wir auch loslegen mit dem Lackieren. Das Lackieren ist im Grunde ganz simpel. Was ihr für Lacke verwenden müsst, was für Sprühdosen und so weiter und so fort. Bei welchen Materialien, darüber gibt es eigentlich ein Video schon bereits bei mir. Beispielsweise, was oder wie kannst du Holz lackieren? Das werde ich immer hier oben verlinken. Wie du Kunststoff lackieren kannst oder beschichtete Oberflächen, Klarlack lackieren kannst und so weiter und so fort. Darüber werden noch 1-2 Videos folgen. Also wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren, damit du die nicht verpasst. Und ich zeige euch jetzt mal, ich habe jetzt eine beschichtete Oberfläche genommen, eine Spanplatte,
Und die lackiere ich jetzt im Kreuzgang. Warum, weshalb? Ich nehme jetzt eine Sprühdose und sprühe einfach so wild rum. Ihr seht, das Ganze deckt nicht richtig. Sprich, im Kreuzgang, wir lackieren erstmal eine Seite hin, her, hin, her. Dann drehen wir uns das Ganze und lackieren die andere Seite. Sprich, wir lackieren im Kreuzgang und somit haben wir da auch dann die komplette Oberfläche abgedeckt. Ihr seht jetzt hier, der Mister hat da irgendwie einen Fehler gemacht. Das stimmt nämlich nicht. Ich habe nämlich den falschen Sprühkopf verwendet. Ihr könnt unterschiedliche Sprühköpfe verwenden. Es gibt jetzt hier beispielsweise ein Set. Da sind unterschiedliche Sprühköpfe dabei, wie auf der Rückseite zu sehen. Und damit könnt ihr auch verschiedene Sprühkegel erzielen. Und es gibt jetzt hier einen, beispielsweise den roten Ventil. Das können wir draufsetzen. Und damit haben wir einen ziemlich breiten Kegel. Und somit können wir wirklich schöne, große, flächige Oberflächen lackieren. Und haben dann nicht dieses Kreuzmuster. Was ich euch noch empfehlen kann beim Lackieren, bestellt euch diese Malerpyramiden. Die haben eine ganz, ganz geringe Auflagefläche. Sprich, ihr könnt erst die eine Seite lackieren, dann das Ganze umdrehen und die andere. Und das ganze Objekt wird dann auf diese Malerflächen abgelegt. Wer etwas Geld sparen will, kann sich das Ganze auch selber bauen. Nimmt einfach ein Brett oder nimmt euch einfach kleine Holzstücke und schlagt da einfach Nägel rein. Und dann habt ihr eigentlich genau den gleichen Effekt und braucht dann diese Malerdreiecke nicht. Dann ist natürlich der richtige Abstand ganz, ganz wichtig. Es wird immer auf der Verpackungseinheit bzw. auf der Sprühdose, könnt ihr das Ganze nachlesen, es wird immer so empfohlen 20 bis 30 Zentimeter. Ich finde immer, das ist immer zu viel. Also ich habe immer in der Regel 15 bis 20. Da müsst ihr euch rantasten. Auf jeden Fall dürft ihr nicht zu nah ran an das Werkstück, denn dann tragt ihr einfach zu viel Farbe auf einen kleinen Punkt auf. Der Kegel kann sich nicht richtig oder der Sprühkegel kann sich nicht richtig entfalten und dadurch entstehen dann Läufer. Sprich, tastet euch vorweg ran und dann lackiert immer schön sachte, sprich nicht einfach so verkrampft und ne, ihr müsst schön sachte einmal rüber, links, rechts, also ganz, ganz locker aus dem Handgelenk raus und dann bekommt ihr auch wirklich eine tolle Oberfläche. Nach dem Lackieren könnt ihr den Sprühkopf reinigen mit einem feuchten Lappen, wenn ihr möchtet, oder ihr dreht einfach die Dose um und sprüht die Dose quasi leer, also jetzt nicht die gesamte Dose, sondern in der Dose befindet sich ein Steigrohr. Und zwar habe ich jetzt euch mal zwei Sprühdosen aufgezeichnet. Das ist die Dose, da oben ist der Sprühnebel und hier ist das Ventil. Und hier ist unser sogenanntes Steigrohr. Sprich, wenn jetzt die Spraydose ist so gefüllt mit unserem Farbmaterial und hier oben befindet sich Gas. Und wenn wir hier drauf drücken, wird dafür gesorgt, dass dann die Farbe durch diesen Steigrohr geht und dann rausgesprüht wird. Das heißt, hier drinnen befindet sich Farbpartikel oder Farbe, die wir dann raussprühen. Sprich, wenn wir jetzt sprühen und lassen das Ganze stehen, dann befindet sich die Farbe ja noch im Steigrohr und oben im Ventil drinnen. Wenn wir jetzt die Dose umdrehen, verlagert sich ja die Farbe durch die Schwerkraft nach unten. Sprich, hier oben ist dann Luft, beziehungsweise hier oben ist dann unser Gas drin und hier unten befindet sich die Farbe und das Steigrohr ist ein Stück frei. Sprich, wenn wir jetzt hier unten drauf drücken, dann wird die überschüssige Farbe rausgesogen oder rausgepustet und das Ventil und das Steigrohr ist somit dann wieder frei und kann nicht verkleben. Ganz besonders unser Ventil oder unser Sprühkopf. Und wenn ihr das dann getan habt, dann könnt ihr die Dose auch wieder wegstellen und beim nächsten Mal auch wieder verwenden. Falls der Sprühkopf doch noch verklebt, dann bestellt euch einfach einen Satz neu, dann tauscht ihr den einfach ganz einfach aus, zack, neuer Sprühkopf drauf und dann könnt ihr wieder lackieren. Und das war es eigentlich soweit gewesen vom Video. Wenn ihr diese Schritte oder diese Tipps beachtet, dann habt ihr auf jeden Fall euch den Einstieg erleichtert zum Lackieren. Ein kleiner Tipp nochmal, es gibt hier so einen kleinen Aufsatz, den könnt ihr auf der Sprühdose draufstecken und damit könnt ihr wunderbar wie so eine Lackierpistole pistolen und es unterstützt das Handgelenk nochmal so ein bisschen, dass ihr leichter und sanfter aus dem Handgelenk lackieren könnt und ihr vermeidet, dass ihr eure Finger einsaut. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr bestimmte Oberflächen lackieren wollt, darüber werden jetzt ein, zwei Videos folgen. Den Kanal unbedingt abonnieren. Alle Produkte jetzt, beispielsweise diesen Lack oder die Holzschutzlasur oder den Primer, findet ihr alles direkt unter der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch hier diese Lackierhilfe. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr, beziehungsweise jetzt am Mittwoch, ist doch der 1.9.2021 und da kommt natürlich das 5-Minuten-Update raus und da gibt es natürlich wieder eine Kleinigkeit zu gewinnen. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, seid dabei. Ansonsten sage ich bis nächsten Freitag um 19 Uhr, euer Mr. Handwerk. Ciao.